The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gott greift in Harmagedon ein. Sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde. Der Herr will mit den Völkern rechten und mit allem Fleisch Gericht halten. Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben, spricht der Herr. 6000 Jahre lang hat der große Kampf getobt. Der Sohn Gottes und seine himmlischen Boten sind mit dem Bösen im Konflikt gewesen, um die Menschenkinder zu warnen, aufzuklären und zu retten. Nun haben alle ihre Wahl getroffen. Die Bösen haben sich dem Satan in seinem Krieg gegen Gott voll und ganz angeschlossen. Die Zeit ist gekommen, da Gott die Autorität seines niedergetretenen Gesetzes verteidigt. Nun spielt sich der Kampf nicht mehr nur zwischen Gott und Satan, sondern auch zwischen Gott und Menschen ab. Der Herr will mit den Völkern rechten. Die Schuldigen wird er dem Schwert übergeben. Das Zeichen der Befreiung ist allen aufgedrückt worden, die seufzen und jammern über alle Gräuel, die geschehen. Nun geht der Todesengel um, in Hesekiels Vision durch Männer mit Mordwaffen symbolisiert, an die der Befehl ergeht. Er schlagt Alte, Jünglinge, Jungfrauen, Kinder und Frauen, schlagt alle tot, aber die das Zeichen an sich haben, von denen sollt ihr keinen anrühren. Fangt aber an bei meinem Heiligtum. Der Prophet sagt, sie fingen an bei den Ältesten, die vor dem Tempel waren. Das Zerstörungswerk beginnt unter denen, die sich als geistliche Wächter des Volkes verstanden haben. Die treulosen Wächter sollen als Erste fangen. Da wird keiner bemitleidet oder verschont. Männer, Frauen, Mädchen und seine Kinder kommen alle zusammen um. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. Im Wahnsinnskampf ihrer wütenden Leidenschaften und durch die furchtbare Ausgießung des unvermischten Gotteszornes fallen die bösen Einwohner der Erde, Priester, Herrscher und Volk, reich und arm, hoch und niedrig. Zu der Zeit werden die vom Herrn erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis an das andere Ende. Sie werden nicht beklagt noch aufgehoben, noch begraben werden, sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden. The Lord is coming. Are you ready?